Hey yo, Leute, mein Name ist Daniel und ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Viertelfinal-Ründchen des League of Legends Team Clash Tournaments. Ich bin heute wieder nicht alleine, heute ist aber nicht der Markus, sondern Sven dabei. Hallo. So, und wir sind in der Pick-and-Bun-Phase, Spiel Team Babies hier auf der linken Seite gegen Team Mid or Feed. Wir haben schon ein Lux-Bun, was logisch ist, weil Psomikron Lux-Main ist. Wir haben auf der anderen Seite einen Riven-Bun gehabt, was Rivens for Life-Main ist. Dann haben wir noch einen Gangplank-Bun und einen Darius-Bun. Habe ich jetzt nicht weiter gecheckt. Wir haben leider nicht viele Informationen zu den einzelnen Spielern, weil wir nicht viel Zeit hatten. Und der nächste Bun ist ein Any-Bun. So. Ein Bun fehlt noch. Sind wir mal gespannt, was noch gebannt wird. Aber ich kann hier auf die Profile gehen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Man kann doch auf Profil gehen. Ich glaube, es gehen in 3 Minuten auf sein, oder? Ja, geht auch noch. Dann können wir uns da Informationen holen. Caitlyn war jetzt der letzte Bann und jetzt Heimerdinger. Denkt jetzt nicht hier, dass der Heimerdinger fick durchgeht. Glaubst du nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Heimerdinger auf der Map spielen würde. Warum? Ich meine, Farm kann er ja. Farm kann er, aber er hat weder Engage noch kann er leicht abgeholt werden. Ja, der Protobelt wäre eine Möglichkeit zum Disengagen. Er lockt ihn ein. der geht durch, der Heimerdinger. Mutig. Troll. Shaco-Bann ist nicht. Aber Shaco okay. Auf Aram. Hm. Ilaoi und Celian. Oh. So schnell, wie sie die beiden ausgewählt haben, war das schon abgesprochen davor, dass sie die spielen. Ja, die Ulti auf der Map ist ziemlich gut. Ja, vor allem Ilaoi ist einfach nicht tot zu kriegen. X zum Beispiel ist super im Farm. Klasse Ult. Aber wir haben sie haben nochmal geswappt. Wir haben keinen Tank. Nein. Auf der Seite von Team Babies und einen ziemlich brutalen Tank. Bei Mid or Feed, Celian ist, weiß nicht, macht der Damage? Bomben von Celian, wenn der Full AP geht und wenn er beide Rotations trifft, hat er auf jeden Fall einen Stun durch. Ja, das weiß ich. Stun ist auch nicht schlecht, da kann Gegner verlangsamen, was hier Dowie ungemein hilft, ja. Besser zu treffen. Und halt die Ulti ist halt krass. So. 10 Sekunden geht's los, beziehungsweise kommt noch ein Ladebildschirm und so weiter. Aber dann geht's bald los. Die Passive von Six Sprengladung. Kann man ja die Türme super schnell einreißen, wenn stimmt, die low läuft. Ja, also pushen können die schon, ja. So, gehen wir noch einen Tipp ab, bevor es losgeht. Ich glaube, die erste Runde geht wegen den Champs an Mid or Feed. Ja. Also, dann hören wir uns wieder, wenn das Spiel losgeht. So, gleich geht's los. Wir haben hier ein Deathfire's Touch auf 6. Haben wir gerade festgestellt. Ansonsten Ilaoi ohne Flash, auch interessant. Schneeball hat keiner mitgenommen. Ansonsten immer dabei. Und wir haben uns gerade ein paar Sorgen um Verbindungsprobleme gemacht, aber alles gut. Gleich geht's los. Ich habe noch keinen Ingame-Sound, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Oh, die Maus ist schon mal richtig. Die könnten durch einen Push könnten die halt schon gewinnen. Aber ansonsten sehe ich da keine Hoffnung. Schix und Heimerdinger können halt unglaublich gut farmen, zu zweit. Sie gewinnen einfach über den Farm. Aber auch die Six-Bombe ist super Wave-Clear. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich soll das Hut kleiner machen, wie geht denn das? Erstmal Oberfläche. Ups. Oberfläche. Nö. Ja, ihr seht gerade wenig Leute. Ich hatte wenig Vorbereitungszeit heute. Vielleicht hier. Anzeigeskalierung. Minikartenskalierung. Ist schon was passiert? Okay, man sieht ein bisschen noch mehr. Nicht. Man sieht ein bisschen mehr. Also es wurde noch nicht mal gefarmt. Aber die Minions sind noch nicht mehr. Man sieht auch hier, dass Six gleich 2 Punkte in sein Q reinsteckt und keins in sein W. Alles klar. Ja klar, das W ist halt wirklich nur zum Disengagen oder
zum Türme pushen da und am Anfang braucht er das ja nicht. Da reicht die Q, die dann einfach mehr Schaden das macht durchaus. Ah, jetzt siehst du auch unter Siege, okay. Auch hier der Heimerdinger setzt 2 Punkte in sein Q, in seine Türme. Ja. So, jetzt kann ich dir wieder zuhören. Ja, perfekt. So. Der erste Farm ist down. Erster Farm von Silean. Das war game entscheidend. Ich glaube, entscheidet sich als First Island für den Hexbringer, was sinnvoll ist gegen 2 AP Champions. Was bringt denn der? Ah, plus 20 Angriffsschaden, 37 Magieresistenz. Und es gibt ihm Schild, sobald er prockt. Ah, das ist doch von Schlund, oder? Ist das ein Teil? Malmorph. Ja, Schlund auf Malmorphius oder sowas. Yep, genau. Ja. Jetzt habe ich eine Katze hier drin. Yep. Ja, GG. Katze machen. Psst, psst, psst. Also wenn ich jetzt noch weiter miau, dann muss ich wieder raus. Farm ist noch ausgeglichen, oder? 7, 6, 1, 9. Oh, wir haben schon. Ah ne, das ist für beide ein Punkt. Aber wir spielen beide noch ziemlich defensiv. 2 Minuten vorbei, noch kein wirklicher Kampf. Wie hat Heimer Leben verloren? Natürlich die Bombe. Die Laui hat ihre... Ah, stimmt, stimmt. Ihre E getroffen. Ja, die E ging gerade ein bisschen daneben. Yep. Minimal, einfach in die Wand rein. Hat Kevin schon 3 Türme? Nee. Ist gar nicht Kevin. Nö. Nee. Ich habe einmal erst einmal gespielt. Das sind die Türme, das ist die Kugel. Yep. Und wenn man die auf Level 3 hat, hat man 3 Türme. Ich glaube, dass es ab Level 4 ist. Ich kenne mich da auch nicht gut aus. Das. Auch wieder getroffen? Ja, wieder. Man sieht, der Schaden ist einfach insane. Hier sind halt keine Tanks. Die platzen halt einfach weg. Aber wir sind jetzt noch extrem abwartend. Also, wird nicht engaged. Also. Riven und Jonas können ja gar nicht engagen. Oder? Das einzige wäre, wenn Riven hier sein Sprengkissen hinter die platziert, es gibt ja einen kleinen Knock-up und einen kurzen Stun und auch die Heimerdinger-Granate stunt. Stimmt. Also vielleicht können sie halt richtig viel Schaden mit beiden Ultis kombiniert machen. Silean ist ja nicht so tanky. Sie haben aber einfach das Problem, sie müssen einen doppelt töten, weil der Silean immer seine Ulti als Backup hat. Stimmt, ja. Ich lasse die Kamerafahrt einfach selber machen. Ich steuere hier die ganze Zeit die Maus. Richtig wackeliger Kameramann. Oder man sieht auch hier getroffen. Einfach, dass man pickt eine Illaoi und einen Heimerdinger. Die Illaoi passive und die Heimerdinger-Türme geben beide Farm. Was ist die Illaoi passive? Ah, die Tentakeln. Diese Tentakeln, die geben beide Farm und die Türme, wenn man sie zerstört. Stimmt, ja. Also wenn ich hier nicht 300 Farm sehe, dann Disqualifikation. Das war nicht gut. Aber das macht ja eigentlich keinen Damage, oder? Welches? Ja, wenn sie die E trifft und dann den Geist zerstört, das macht ja keinen Damage, oder? Doch, doch. Und selbst wenn die den zerstört kriegen oder sie außerhalb aus Range laufen, dann kommen eben diese Tentakeln und die schlagen nach dir. Ja, das weiß ich, aber ich dachte, sie muss jetzt nur die 2 Stück davon zerstören, damit diese Passive von dieser Fähigkeit aufhört. Ja. Oder Illaoi. Früher waren es 3, gell? Genau, haben die Runde gepatcht. Entweder stirbt dann Illaoi oder sie bringen eben die 2 Tentakel zum Zerstören, damit der Debuff aufhört. Wie sieht's mit dem Farm aus? 27, 26, 9, 32. Ja, 5 zu 4, also im Moment für Team Babies. Das war gerade extrem, was? Ja, Full AP hier die anderen halt. Und hier. Also ich sehe da nie Schaden bei der E, ich sehe da immer einen Slow. Da wird wahrscheinlich auch keine Punkte da reinstecken im Moment. Ja, schon. Nee, alles auf Q. Ja,
ziemlich schlechter Heimerdinger läuft mit der Bombe noch in seinen Verbündeten rein. Das kam Flame, Flame. Gold ist auch ausgeglichen, weil ist ja noch nichts Großartiges passiert. Es sind 6 Minuten vorbei, steht noch 0 zu 0. Das ist so ein richtiges... Ja, die werden das übers Farm klären. Ja, die wollen echt nur farmen. Das ist eigentlich eine krasse Taktik. Weil sie können halt wahrscheinlich schon besser farmen. Sie liegen ja, immer noch nur ein... Nee, sie liegen 2 Punkte vorne jetzt. Die wissen halt wahrscheinlich auch einfach nur, dass die einen doppelt töten müssen. Ja. Jetzt hier sieht man den ersten Gate von der Illaoi. Das Exhaust kommt raus. Ah. Ulti ist da, aber... Das sieht man reicht nicht. Ja. Und das First Blood. Ja, war gut gemacht, weil Celian hat Illaoi gerettet und Heimerdinger ist RIP. Das sieht man halt, die Celian-Ulti. Aber die hat eine krasse Abwind, na, gar nicht mal so, 90 Sekunden nur. Bisschen mehr wie 90 Sekunden, 100 wahrscheinlich. Killmäßig könnte jetzt einen einstellen, aber dank der Celian-Ulti halt nicht. Ja. Und der... Der EPs, also der Level-Spell von Celian ist eigentlich auch nicht so schlecht. Genau, die Passive. Hat gerade der Illaoi das Level 9 verschafft. War Heimerdinger Ult auch aus? Ja. Ja. Ist auch aus. Sieht ist mehr auch da. Auf die Zeit. Ja, und Illaoi hat halt auch extrem Life-Rack, Life-Steal oder so halt durch die... Auf die Q. Ja. Aber im Moment steht es unentschieden, weil sie sind ja im Farm immer nach vorne. 87 zu... Oh Gott, 66... 75, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Entscheidung, auf den Rod zu gehen, zu klug war, weil das Spiel geht ja eh nur 20 Minuten. Ja, das stimmt. Ob sie da die Stacks auf 10 draufkriegt? Ja, wenn sie die nach 10 Minuten schon gehabt hätte, aber sie ist ja... Ja. Ja gut, wir sind jetzt bei 8 Minuten. Vielleicht. Also eigentlich war es Wurf, weil sie hat es ja vor 10 Minuten gekauft und kann sie ihn ja voll auskosten. Ja, theoretisch. Schauen wir mal am Ende drauf. Wenn sie jetzt noch einen Punkt mehr durchfahren im Abstand halten, dann sind sie ja immer noch in Führung. Na, hier sieht man halt einfach der Wave Clear von der Silien-Bombe. Farm ist... 100 zu 87, also sie sind 2 Punkte vorne beim Farm. Oh, jetzt kriegen sie einen Kill! Ja, den sollten sie trotzdem kriegen. Celia 0 ist nicht ab. Aber sie kriegen den Kill nicht wegen dem krassen Lifesteal. Der Q-Lifesteal von Illaoi. Also Celia 0 immer noch auf Cooldown. Wie lange geht's noch? Ah, der hat geultet. Die zweite spannende Szene in dem Spiel, 9 Minuten sind rum. Wir können ja noch ein bisschen über die Worlds reden, hast du Worlds schon geguckt? Mhm. Also ich habe nur mitbekommen, dass EDG gegen ein Wildcard-Team verloren hat. Ja, und H2K hat gestern gegen dieses Wildcard-Team dann gewonnen. H2K ist EU, gell? Ja. Wer ist noch EU? Das einzige EU-Team, das jetzt einen Sieg eingefahren hat bei der Worlds. Wer ist noch EU dabei? Origin? Nee, Splice. Splice, okay. Ich dachte, die wären schon. Und G2. G2, okay. Gut, kann ich jetzt. Kann ich echt nur H2K eigentlich. Splice weiß ich zwar, wie das Wappen aussieht. Ja. Nicht so viel LCS geguckt. Fnatic war ja scheiße, gell? Ja, die haben sich bei der Qualifikation haben sie, glaube ich, gegen G2 verloren. Okay. Und Favorit ist Rox oder so, gell? Rox Tigers oder so was? Ja, SKT ist eigentlich auch noch ein starker Favorit mit Faker. SKT ist... Heißt er nicht NA? Ah, nee, das ist TSM. Ja. Hat schon mal ein NA oder Europe-Team gewonnen, Fnatic, gell? Wie bitte? Ob er schon mal ein NA oder im EU-Team gewonnen hat, Fnatic, gell? Ja, Fnatic hat gewonnen.
Oh, das ist ein Kill! Oh! Das war sick. Also, dass das so viel Damage gemacht hat. Kam unerwartet. Zilean Ult. Da war er nicht vorbereitet drauf. Ja, das ist die Führung. Die klare. Ziemlich klar sogar. Wir haben. Ich kann nicht rechnen. 137 zu. Ach, ich überschlag das einfach. 100 Farm. Sind wir mit 3 Punkten Vorsprung jetzt? Und es geht noch 9 Minuten, also wenn es uns mal die Zeit bringt. Dann ist es der überraschende Sieg. Ich meine, die haben sich ja auch was gedacht bei dem Champ-Pick. Jetzt kriegen sie vielleicht den Turm durch die Six-Passive. Ja. Na, Kevin muss aufpassen. Celia macht schon viel Damage jetzt. Der konnte jetzt halt Backend. Nee, halt. Eli konnte sich was kaufen. Was hat sie gekauft? Ja, hat sie bestimmt gute Items gekauft und ist jetzt auch stärker auf der Lane. Mal Mortis ist jetzt fertig. Und halt noch mehr Magic Resistance. Vor allen Dingen, wenn halt der Oh, der ist so. Oh, Flash! Schöner Flash. Ja. Wenn die Morph of Momotimus hat triggert, bekommt sie auch nur noch Spellvamp und Lifesteal. Okay, was ist Spellvamp? Zauber, also wenn du Zauber wirkst, bekommst du da für den Zauber Leben zurück, was bei Lifesteal ja durch Auto-Tex ist. Okay. Das heißt, ich kaufe mir als nächstes Game mal Mortis auf Brand. Easy. Mm. Nett. Oh, fast der nächste Kill. Normal spielt man Morph eher auf ADC, kann man spielen. Oder Toplaner kaufen sich's oft. Oh ja, da ist der nächste Kill. Zilean und wieder nicht raus. Der benutzt seine Ulti nicht. Der hat keinen Bock auf seine Ulti einfach. Wahrscheinlich auch den Six bekommen. Ja, aber den Heimerdinger nicht. Jetzt kommt das 1v1. Oh, der Schaden. Die Tentakel. 2 zu 3 Farm immer noch weit vorne. 166 zu 141 sind zwei. Ja, ein Punkt sind sie noch vorne. Und sie jetzt ordentlich warm kann. Der Illaoi Pick hat sich spätestens jetzt ausgetan. Kriegt sie einen Turm? Nee, kriegt sie noch nicht, oder? Nee, die Illaoi ist kein guter Turmpusher. Ja, gut, die Aram-Türme sind halt nicht so stabil. Sieht eigentlich gut aus. Six ja, Ulti keine Minions da und tanken wird sie nicht können. Nee. Die Tentakel greift den Turm auch nicht an. Jetzt könnten sie es schaffen, wobei Six ist halt da. Ja, Waveclear. Da ist der Waveclear zu stark. Farm aufgeholt? Nicht wirklich. 151 zu 170. Das reicht immer noch. Das ist immer noch der Sieg für Team Babies. Im Moment. Noch etwas über 5 Minuten. Oh, da trifft das dann wieder. Nächste Bombe sitzt auch, aber sie kann ja einfach hinten zum Heal laufen, hat sie wieder eigentlich genug Leben zum Fighten. Und Heimerdinger macht auch krass Schaden jetzt. Deshalb, wenn der Heimerdinger seine W trifft, dann kriegt er auch instant den Thunderlock-Bock. Weil es sind ja mehrere Instanzen. Ja, ah, die werden jetzt den Turm einreißen mit der Zix-Passive, das Zeichen ist schon oh, da. Oh ja. Ja, das sind jetzt 3 Punkte. Ich denke, ich setze die Türme nächstes Mal auf 2 Punkte runter, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube hier raus und da ist der Kill. Aus! Heimerding hat nicht überlebt. Nicht überlebt. Und Illaoi. Oh. Double Kill. 3 zu 5 jetzt, aber der Turm, sie muss jetzt den Turm holen schon. Ja. Illaoi hat das Glück gehabt, dass sie Morph auf Morodus in dem Moment geprockt hat und dadurch diesen Spellvamp und den Lifesteal bekommt. Aber wenn sie einen Turm kriegt, dann ist es glaube ich die Führung oder zumindest der Ausgleich. Wir haben 193 Farm auf der einen Seite und 170 auf der anderen, das wäre der Ausgleich, ja. Ich meine, das Schild von Morph auf Morodus gibt dir ja auch dieses Schild, das 382 Magieschaden absorbiert. Also alles zusammen steht jetzt
19, 21, 24 zu 24. Ja, 24 ist so der Punkteschnitt im letzten Game gewesen. Die Spiele sind einzeln. Wie sind sie ausgegangen? 36 zu 30 und 37 zu 25. Ein bisschen noch unterm Schnitt, aber wir haben ja noch 4 Minuten Zeit. Ja, das Late Game ist halt ganz klar bei Ilari und Cillian, oder? Ja, definitiv. Wegen Ilari halt. War halt auch ein Fehler, dass du 2 AP Champion pickst. Was man hier jetzt auch bei den Items sieht. Lowry hat sich gleich hier die Quirl geholt. Ja. Und Cillian ist auch hier dabei mit den Negativ. Stimmt, ja. Ja, ich meine, Yasuo, das wäre auch ein guter Pick gewesen zum Farmen. Frage ist halt, ob jemand Yasuo kann von denen. Sie könnten ja spaßeshalber nächste Runde Kevin mit Riven spielen lassen. So aus Höflichkeit. Oder ihn einfach, wenn sie First bekamen, selber picken. Ja. Aber er wird wahrscheinlich auch gut gegen eine Riven spielen können. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Hier siehst du diesen Schaden. Nee, ich hab's wieder. Ich glaube, die Kamera war einfach zu spät, aber jetzt. Was? Kommt sie weg, kommt sie weg, kommt sie weg. Nein! Doch. Kratzer willkommen. Falls die Grafik übrigens schlechter ist wie beim letzten Mal, ich habe auf 1280x27 runtergestellt, weil die FPS dann besser sind. Dann ruckt es nicht so. Ja, es, wie sieht es mit dem Farm aus? 240. Oh, kein Kill, okay. Kein Kill, 240 zu 200, das sind 3 Punkte Unterschied. Und nur 2 Kills Unterschied, das heißt, das wäre im Moment die Führung für Team Babies. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Ne, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt ist Team Babies schon bei 145. Also, dieser Six mit dem Wave Clear von seiner Q. Ja. Also Farm sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die gewinnen hier eventuell durch den Farm. Es sei denn, sie sterben jetzt noch beide, dann ist nicht gut. Oh, er wird im Tower gestunt. Reicht aber nicht. Auch die Six passive hilft einfach so ungemein am Tower pushen, ja. Weil du damit mehr Schaden machst. Tristana wäre ja auch ähnliches Prinzip mit dem Tower. Genau. Da hätte man Tristana gleich picken können anstatt Heimerdinge. Wobei dann hat man halt keinen Stun und so weiter. Und die anderen Türme halt nicht. Aber du könntest mit Tristana mit der Ulti auch einfach besser disengagen, was ein Heimerdinger ja nicht kann. Aber sie gehen in den Turm. Ja. Das und das ist jetzt ganz, der ganz relativ klare Sieg. Dann nochmal ein Double Kill. Oh. Es wird kein Sieg nach Zeit, aber das war jetzt nochmal wichtig für ins Ende. Fürs zweite Game haben sie sich eine kleine Führung rausgeholt. Müsste jetzt so eine 6-7 Punkte Führung sein. Wenn sie den Inhib noch kriegen, vielleicht sogar eine 9-10 Punkte Führung, dann kriegen sie noch in der Zeit. Noch 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Das ist der Sieg für Team Babies. Circa 10 Punkte Unterschied. Und morgen kommt dann die zweite Runde. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja.